Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer Bonusausgabe von Let's Play Elsword. Hallo. Tag. Hallo Kronija. Kronija, möchtest du in unsere Gilde? Guten Tag. Würde ich gerne. Ach, ich bin gar nicht gefragt, okay. Nee, dich fragt auch niemand. So, Jule ist leider noch Level 42, deswegen die Bonusfolge. Hehehe. Und das heißt nämlich, dass wir jetzt in Sanctum schwer gehen. Genau. Damit Jule seine Queste noch machen kann und danach vielleicht schon auf Level 43 ist, damit dann die richtige Aufnahme starten kann. Ja. Und wer sich fragt, warum ich hier in Besma rumhampele, willst du nicht annehmen? Doch, jetzt. Wer sich fragt, warum ich hier in Besma rumhampel, ich habe Gildenmitglieder gesucht. Einer fehlt uns nämlich. Traurig, aber nicht zu ändern. Ich habe Post gekriegt, dachte, dass hier der Battle und so ein Scheiß, ja. Richtig. Aber auch noch eine Halskette, die machen. Habe ich, ja, genau. Mit den Feuerkugeln da. Ja, genau, ja. Die. Was hast denn du? Hast du auch so eine Feuerkugel? Ja. Ja, ich habe auch Feuerkugel. Jetzt machen wir Doppelfeuerkugel. Das finde ich voll cool. Finde ich auch geil. Hier, guck. Das finde ich mal eins, was sich wirklich lohnt. Ja, das ist. Na gut, ich mochte den Skorpion mehr, aber. Ja, okay, ja, gut, ja. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, mein Gürteltier. Hier, ist dir das schon aufgefallen? Nö, aber doch gerade eben. Es leckt auch so ein bisschen bei mir. Bei mir nicht, also. Bei mir schon. Direkt. Das ist das Problem, aber das liegt an der Aufnahme. Ja. Ich habe meine eigene Quest schon fertig, vielleicht. Das ist sogar schon. Nein, reichen nicht, aber. Einen großen Schritt nach vorne machen. Wenn wir durch sind, hast du auf jeden Fall das Level. Also, ja. Wir machen das Ding und dann. Da auf jeden ist, Fall. Ist halt nur eine Special-Folge, ist halt ein bisschen kürzer. Ja. Ne? Dafür gibt's halt heute 3 Folgen. Ja. Das kann nur mir passieren. Ah, mir wäre es auch fast passiert. Aber eben nur fast. Und es hat sich wieder beruhigt. Es leckt nicht mehr. Okay. Oh, da kam so ein Riese. Also. Ich habe ihn mal ermordet. Auch wenn er dich eigentlich hätte fressen müssen, aber. Naja. Papa kauft neue. Ach, du hast. Ach so, stimmt ja. Du hast jetzt wohl die Kette und dieses. Und ja. Diesen Skill. Genau. Und den, weißt schon, was ich meine, ne? Oh, ja, den genau. Riesentyp. Ja. Geh du mal weiter, mach die auf den Boden, ich. Okay. Ich putz die Gargoyles runter. Das war gestern eine Qual, ich war ja alleine hier. Ja, oh ja, das kann ich mir vorstellen. Oh. Du, ich kann ja wenigstens noch ordentlich hochspringen. Aber ich hab's aber. Ja, ich hab's aber innerhalb von 8 Minuten geschafft. Ja, ist trotzdem ganz die schön. Eine Quest, ist ja. Ganz schön, trotzdem ganz schön blöd, ja. Mit so einem Charakter wie du, diese Gargoyles zu erwischen. Mit dem Skorpion ging das noch ganz gut. Ja, okay, ja. Weil du automatisch eine 125%ige Erhöhung hattest von Sprung und Geschwindigkeit, ja. War das, glaube ich. Naja, du müsstest übrigens dich mal ein bisschen heilen. Ich muss noch was ausrüsten, weil sonst ist nichts. Ach, halt die Fresse, Mana-Esser. Jetzt sind mir auch Gargoyles mal egal, weil mein Mana brauche ich. Ach, das brauchst du. Ja, das ist was, was ich. Ja, los, Gürteltier! Oh. So eine scheiß Werbung von 2 Minuten. Ich würde mir die ganze Zeit mal runterladen. Natürlich legal, ja. Ich würde ja nie illegal runterladen. Würde ich auch nie machen. Also Leute, die illegal runterladen. Die sind schon so richtig Sleepwalker. Also. Die fressen auch kleine Kinder. Ja. Und beschwören Gürteltiere. Was? Was? Ich habe gehört, dass Döner gut schmeckt. Manchmal. Ja, das ist richtig, wenn es nicht Rattenfleisch ist. Das dann auch, da mach ich keinen Unterschied mehr. Wusstest du, dass es mal hieß, dass es am Bahnhof Döner Rattenfleisch drin ist? Lecker. Ja, gell? Fall. Vor allem, wie kommt man da drauf? Keine Ahnung. Wann haben die überhaupt so viel Fleisch? Boah, eigentlich ja nicht. Ich will nicht wissen, ich will nicht wissen, wie viele Ratten die da zu Döner verarbeitet haben. Ja. Ich hab dir mal hier so ein bisschen weggeboxt, wenn du nichts dagegen hattest. Nee, passt. Zack. Mach dieses Feuerding. Ich hab auch noch eine Gift und eine Blitz. Und läuft. Du kriegst auch noch eine. Wenn du Pech hast, ist ein zweites Feuer. Aber ich hatte das Glück. Ja. So, wir sind da. Immer noch eine Minute Werbung, ey. Ich kotz gleich in der Ecke. So, ich mach wieder die Ballisten oder bist du darin jetzt geübt? Puh, kannst ruhig machen. Weil ich glaube, ich kann das besser auslösen mit meinen Fernkampfangriffen. Ja. Ah, aber die Feuerbälle, die sind jetzt scheiße, die lösen die Ballisten aus. So. Ah, ich habe das gerade gesehen. Da ist er. Nein! Du kannst schon kommen. Ja,
Er ist unten. Er ist down. Maybe are you down, 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 down. Scheiß Werbung geht mir auf den Sack, jetzt hört er doch mal, ey. Warte, ich mach mal den. Gargoyle, geh weg da, du hast die Balliste ausgelöst. Ich spring nur noch hoch, Alter. Ach, scheiße. Ah, ich dachte, ich erwische ihn noch. Aber es ging nicht, er hat mich dann am Ende doch gepackt. Du kannst, glaube ich, nee, doch nicht. Hat er dich? Nee. Nein. Warte, 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 wegbleiben. Angst. Jetzt kannst du. Ich glaube, ich pfeife mir mal so ein Teil rein und dann mache ich mal meine stärkste Angriff. Komm schon, yes, jawohl, alles, sag geil. Und das war's. Und ich habe sogar noch einen geheimen Befehl gekriegt. Die Hälfte habe ich. Dunkles Dungeon. Ach, schade. Dunkles Portal. Meine ich doch. So, das war dann das. Würde ich sagen. Dein Level müsstest du ja gleich kriegen. Wenn du jetzt noch nicht hast, hast du noch nicht, dann müsstest du ihn kriegen, wenn du, wenn du die Quest abgibst. Ich hoffe es. Ich glaube 95,7. Oh, das, vielleicht. Ich glaube nicht. Ah, ich drück dir die Daumen. Nein. Wie viel? 98,1. Ach, so ein Dreck. Ich mache hier aber noch ein paar Viecher und hast du auch was zu tun gerade? Eigentlich nicht, ich kann PvP machen. Mach du PvP schnell zwei Runden oder so und dann soll ich es haben. Theoretisch. Gut, dann gehe ich mal zurück nach Peiter. Hol meine PvP-Sachen und dann werden wir mal sehen. Jo. Oh, Monkey Island. Seltsam. Monkey Island spielt ja noch nie. Ho, ho, ho. So, meine PvP-Sachen, Bank. PvP-Sachen. Alles klar. Und PvP starten. Mal gucken. Meine Anfrage ist viel. Ach ja, ich muss dich erstmal wieder aus der Gilde raushauen. Mach das. So, mal gucken. Wer möchte heute gegen mich kämpfen? Mal sehen, ob ich gewinnen kann. Weil eigentlich bin ich relativ gut. Ah, Level 35, aber der ist trotzdem C. Das heißt, er könnte vielleicht ein Spammer sein. Ja, ja, doch, ja, schon. Der hat coole Flügel. Schön. Sehr schön. Ja. Ich habe ihn erwischt. Oh. Jetzt hat er mich erwischt. Oh. Ist nicht so schön. Nee. Jetzt hab ich ihn erwischt. Nee. Doch? Scheiße. Ja, eigentlich schon, gell? Na komm ran! Dann komm halt nicht ran. Dann machen wir es halt so, gell, Freund? Ja. Na, mein Freund. Leg dich mal auf den Boden. Dann ist alles gut. Ah, scheiße. Ich geh mal da hoch. Und jetzt schnetzle ich ihn da an die Seite. Ne? Oh, Monkey jo. Island. Komisch. Das ist für ein Zufall. Ja. Ich will 2 Minuten Werbung. Ich gehe gleich nach Hause. Ich kann dir eigentlich mal meine Playlist zukommen lassen, wenn du willst. Ich hol mir das natürlich. Ich hab kein Level. Du hast dein Level. Jo. Ja, dann, ich muss den jetzt noch schnell besiegen. Mach oder das, mich ja, besiegen war. Lassen. Nein. Besieg den. Ja, das werd mal sehen. Je nachdem, wie viel Lust ich gerade drauf habe. Ja, ich hab dich doch gerade angegriffen. Wieso triffst du mich dann jetzt? Das ist voll unfair. Felix, ja, jetzt lass mich raus da. ich hatte ein bisschen Hilfe. Ich finde die Werbung allerdings ganz lustig. Ja, gut. Sie sagt, du magst dein Felix Sensations Crunchy Crumbles. Weißt du, was das ist? Ach Gott.
Ach komm, lass mich raus aus deinem scheiß Angriff. Ich hab ihn, glaube ich, gleich. Ich hab ihn besiegt, alles klar. Ah. Ja, ja, er hat mir gut gemacht geschrieben. Das war eine meiner leichtesten Übungen. Nein, danke. Ja. Magiefos hat sich eingeloggt. Ja, das weiß ich. Mit dem habe ich vorhin noch ein paar Dungeons gemacht. Mhm. So, das heißt... Also, ja, auch Skype. Weiß ich nicht, ich habe nicht gefragt. Okay. Aber der ist auch erst Level 35, also lohnt sich das nicht, den jetzt zu fragen, ob der mitmachen würde. Wir beide sind die Stärksten. Ja. So, dann lege ich mein PvP-Zeug weg und verabschiede mich dann für die Special-Folge. Wir sehen uns dann gleich in den richtigen Folgen. Tschüss.